Schalke 04 rettet eine Hochzeit. Außerdem spreche ich darüber, dass Malik Cior seinen Vertrag verlängert hat bis 2024. Und ich philosophiere ein bisschen über den Satz von Uli Hoeneß: Die anderen Mannschaften müssen sich einfach mehr anstrengen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update und Glück auf! Fangen wir mit der geretteten Hochzeit an. Warum hat Schalke eine Hochzeit gerettet? Aufgrund von Corona konnte Schalke sein Trainingslager jetzt ja nicht in Mittersill aufschlagen, weil sich die Termine jetzt alle nach hinten geschoben hat. Jetzt wollte man natürlich das Trainingslager nach hinten schieben. Da gab es jetzt aber schon eine gebuchte Hochzeit zu diesem Termin. So, jetzt war natürlich die Frage, wer darf jetzt rein? Schalke 04? Schalke 04 hat ja Verträge mit der Ferienregion Hohe Tauern und auch mit dem Hotel. Das heißt, Schalke 04 hat den Anspruch darauf, wirklich in das Hotel reinzugehen. Oder eben die Hochzeit findet dort statt. Und der Verein hat sich eben dazu entschieden, auf sein Recht eben zu verzichten und die Hochzeit stattfinden zu lassen. Irgendwie nicht selbstverständlich, aber auch irgendwie doch wieder selbstverständlich, denn schließlich geht es ja um den wichtigsten Tag im Leben eines Menschen. Jedenfalls muss man sagen, in dieses Fettnäpfchen ist Schalke 04 dieses Mal nicht reingetreten und das ist doch auch was Schönes. Und somit ja, können wir ein bisschen stolz heute sein über unseren FC Schalke 04. Jetzt sprechen wir über Malik Cior. Malik Cior hat seinen Vertrag verlängert. Der läuft jetzt bis 2024. Das ist der längste Vertrag, den wir aktuell dann bei uns haben, zusammen noch mit anderen und mit anderen, unter anderem Weston McKennie. So, jetzt habe ich's. Und wir freuen uns natürlich darüber. Malik Cior hat 4 Spiele jetzt in dieser Saison gemacht. Ist ganz jung, 19 Jahre alt und ja, wir freuen uns darüber, dass Malik Cior weiterhin unser Spieler bleibt. Uli Hoeneß hat gesagt, die anderen Mannschaften, die müssen sich nur mal richtig anstrengen. Jetzt kommen meine Gedanken dazu. Vor 20 Jahren hätte ich Uli Hoeneß wahrscheinlich geschlagen für die Aussage, beziehungsweise ich hätte gesagt, hey, hör mal zu, ihr seid schon seit 30, 40 Jahren seid ihr erfolgreich und sowas potenziert sich natürlich auch. Also wenn du in der einen Saison gut spielst, dann hast du mehr Geld, dann hast du mehr Geld für die nächste Saison. Das führt sich immer weiter fort. Hat ja auch eine gewisse Logik. Aber jetzt, nach 20 Jahren, muss ich ehrlich sagen, er hat recht. Er hat schlicht und einfach recht. Wir haben es uns in den letzten 20 Jahren, seit 2001 möchte ich behaupten, haben wir es uns zu einfach gemacht. Wir haben unsere Mannschaften einfach, wir haben unsere Mannschaften voll geschissen mit Geld und haben gehofft, dass sie ja, dadurch eben einigermaßen Leistung bringen. Wir sind aber nicht dazu hingegangen, mal drüber nachzudenken, was wir da überhaupt machen. Wir haben keinen Plan gehabt, wir haben keine Struktur da drin gehabt, da ist nichts organisch gewachsen, sondern da ist immer mal wieder was gewachsen, dann wieder zusammengebrochen. Gewachsen, zusammengebrochen. Und ja, anstrengen kann manchmal auch vielleicht einfach bedeuten, mal auch einen Schritt zurück zu machen, einmal drüber nachzudenken, hey, was machen wir hier eigentlich, wie wollen wir die nächsten Jahre, wie wollen wir dann erfolgreich sein, dann mal einen Plan aufzustellen, einen Trainer sich einzustellen und diesem Trainer zu vertrauen und auch gegebenenfalls auch mal gegen Widerstände gegenüber den Fans einfach mal diesem Trainer zu vertrauen und mit dem weiterarbeiten. Bezogen auf die jetzige Situation sehen wir einige Punkte, die dafür sprechen, dass wir in Zukunft besser spielen. Aber es sprechen aber auch einige dafür, dass wir in Zukunft so enden wie der HSV oder wie Stuttgart. Das kann man jetzt einfach noch nie sehen. Ich spreche denn insbesondere davon, dass zum Beispiel auf der Pressekonferenz gesagt wird, wir wollen jetzt absolut transparent sein und hingegen wird aber
keine einzige Maßnahme wirklich öffentlich gemacht, die jetzt im Verein stattfinden sollte. Ich spreche jetzt von der Gehaltsobergrenze oder auch, ich meine gut, bei der Bürgschaft, da ist man offensichtlich einfach gesetzlich dazu verpflichtet, da nichts darüber sagen zu dürfen. Aber auch was Budgets angeht, was, ich sag mal, eine Reduzierung des Kaders ist, also was einfach mal eine konkrete Zahl angeht, da werden wir komplett im Dunkeln gelassen. Und das ist für mich keine Transparenz. Und David Wagner setzt sich auf die Pressekonferenz hin und sagt, ja, wir hatten ein Torhüterpaar, das uns sehr viel Unsicherheit in die Mannschaft gebracht hat. Wir hatten sehr viele Verletzte. Ja, alles schön und gut, aber irgendwo ein bisschen mehr Selbstkritik hätte ich mir von David Wagner schon gewünscht. Wenngleich man auch dazu sagen muss, vielleicht geht sein Plan ja auf. Vielleicht ist er nachher derjenige, der recht gehabt hat. Vielleicht ist er nachher derjenige, der Richtige ist. Und wie gesagt, das eine habe ich ja eben schon gesagt, man muss auch einem Trainer einfach mal vertrauen. Von daher, wie jetzt die Reise weitergeht, ich bin kein Prophet, wir müssen es abwarten. Uns bleibt nichts anderes übrig, als es mal wieder abzuwarten. Und es kann sein, dass wir wieder, ja, kurz eine Kurve nach oben bekommen und dann wieder runterfahren. So ist es.